So, ihr Lieben, seid ihr alle da? So genial, so genial. Alle hereinspaziert. Ja, was meine ich damit? Wir heilen unsere Zukunft. Was meine ich damit? Ich meine, also ich stelle mich kurz vor, vielleicht sind auch viele noch hier. Mein Name ist Patricia Denner und ja, was hat mich dazu gebracht, all das zu tun, was ich jetzt tue? Es hat schon ganz, ganz früh angefangen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Und das geht wahrscheinlich den meisten so, die hier zuschauen, die sich schon daran erinnern, dass sie schon ganz früh irgendwie immer so ein komisches Gefühl hatten und gesagt haben, irgendwas kann doch hier nicht stimmen. Das kann doch irgendwie nicht sein. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, dass es tatsächlich daran liegt, dass ich die Wahrheit von der Lüge unterscheiden kann. Schon immer. Ich wusste schon immer, ob irgendetwas wahr ist oder ob etwas nicht stimmt. Und darum geht es nicht um die absolute, also um die relative Wahrheit, sondern um die absolute Wahrheit. Mir war es immer schon klar, dass es nicht sein kann, dass Menschen besser oder schlechter sind. Dass es nicht sein kann, dass Menschen irgendwie hier die einen sind mit mehr gekommen und die anderen mit weniger. Mir war schon immer klar, alle Menschen sind gleich, aber ich habe nie gewusst, woran es liegt, dass scheinbar alle Menschen unterschiedlich sind, dass scheinbar die Menschen verschiedene Schicksale haben. Und da bin ich dann also wirklich jegliche Lehre hinunter und rauf galoppiert, um herauszufinden, woran liegt es? Und die Antwort ist ganz einfach. Es liegt an dem, was wir glauben. Es liegt an dem, was für uns wahr ist. Und so unterscheiden wir uns durch unsere relativen Wahrheiten. Und wir sind vereinigt in der absoluten Wahrheit als göttliche Wesen, als Perfektion, als mit Gaben und Geschenken ausgestattet. Wir sind vereinigt mit all diesen Dingen und die sind da, die sind präsent. Wir müssen sie uns nur erlauben und den ganzen Bullshit, den wir stattdessen uns erlaubt haben bis jetzt, über Bord schmeißen. Darum geht es. Und dass, wenn das nicht gelebt wird, sage ich mal, in dem Außen, was aus unserem Inneren reflektiert, wenn das nicht gelebt wird, dann haben wir diese sogenannte Trennung. Und es ist diese Trennung von relativer Wahrheit und absoluter Wahrheit. Und wenn wir jetzt mehr und mehr in diese absolute Wahrheit hineingehen, dann geschieht Heilung. Und zwar für alles und auch für unsere Zukunft. Und das ist das, was wir jetzt hier mit Divine Healing machen. Wir transformieren alles in die absolute Wahrheit der Perfektion und der Wunder, der Magie. Und Wunder und Magie sind eigentlich das Natürlichste der Welt, weil sie ja uns entsprechen. So, das war jetzt eigentlich die Einleitung zu diesem Ganzen. Und ich habe jetzt ganz, ganz spontan, aber ich möchte die Renate fragen, ob sie beginnt. Und dann werden wir das Zepter, so wie es sich ergibt, einfach weitergeben zwischen uns. Ist es okay für dich, Renate? Ja, ich mach erstmal den Du Anfang. fängst an und dann gibst du das Zepter weiter einer Lady hier in unserem Zoom-Raum, wo du findest, ja, da gehört's, da gehen wir weiter. Wir lassen uns führen. Und es geht um unser großes Thema, um unsere Zukunft, um unsere Welt, um unsere Freiheit, um unsere Liebe, um unsere Selbstliebe. Darum, uns auszudrücken, richtig zu sein, reich zu sein, versorgt zu sein, wohlhabend zu sein, wohlgebend zu sein. All das ist jetzt das Thema. Renate, are you Ja, ready? ihr Lieben, die ihr alle hier mit dabei seid, wir begeben uns jetzt in eine Energie, die uns alle wahrhaftig verbindet.
Und dazu atme, bitte ich euch, dass ihr euch entspannt, vielleicht die Augen schließt, wenn ihr wollt, und dreimal tief einatmet. Tief einatmen, durch die Nase ein, durch den Mund aus. Tief einatmen und aus. Und jetzt verbinde ich euren Verstand mit eurem Herzen. Und ihr tut es jeder für euch mit. Der Verstand wendet sich vertrauensvoll ans Herz und darf jetzt zuhören, darf stille werden. Und das Herz, das freut sich und öffnet sich. Und ihr geht jetzt mit eurer Aufmerksamkeit einmal durch euren Körper nach unten, durch die Beine, durch die Füße und habt eure Füße fest mit der Mutter Erde verbunden. Sie trägt uns, wir haben einen sicheren Stand. Und jetzt gehen wir mit der Aufmerksamkeit wieder zurück durch den Körper, wieder zu unserem Herzen. Wir sagen kurz Hallo, atmen einmal hin. Ja. Und jetzt gehen wir mit der Aufmerksamkeit höher durch unseren Kopf zu unserem Kronenchakra und darüber hinaus. Und jetzt sind wir im universellen Feld der universellen göttlichen Energie. Und von hier steht uns alles, aber auch alles zur Verfügung, was zu unserem wahren Sein gehört. Und hier sehen wir über unserem Kopf einen hellen, golden-weißen Lichtstrahl. Er kommt aus der universellen, göttlichen Quelle geradewegs zu uns auf unseren Kopf. Und er bringt alle Informationen aus diesem Feld, die uns per Geburtsrecht zustehen. Denn wir sind große Wesen und von hier werden wir gespeist mit allen Informationen. Und wir öffnen unser Herz und die Informationen, sie fließen in uns hinein und wir hier dürfen sie für alle aussprechen. Darf ich an die Larissa weitergeben? Und wir geben hinein in unser Feld die Verbundenheit miteinander. Das, was ich in mir heile, heile ich in dir, heile ich in der Welt. Gemeinsam sind wir hier zusammen. Und gemeinsam beginnen wir jetzt. Wir geben hinein die Liebe und die Verbundenheit und die Freude. Die Freude darauf, eine wunderschöne neue Zukunft zu erschaffen in unseren Gedanken. Und wir öffnen uns dafür, dass diese neue Zukunft noch viel schöner sein kann, als wir es bisher gedacht hatten. Sie kann so voller Freude sein, voller Glück, voller Liebe, dass wir selber ganz überrascht sind. Und alles, was dem entgegensteht, muss jetzt gehen. Wir sind verbunden, wir nehmen uns an den Händen und wir freuen uns gemeinsam darauf, dass wir erkennen, wie verbunden wir sind. Wir sind klar darüber, dass wir miteinander verbunden sind und dass wir zusammen dieses wunderschöne Ziel erreichen können. Eine Zukunft,
in der wir so gerne leben, die uns so glücklich macht und die so voller Liebe ist. Und ich sage danke dafür. Danke. Und alles, was dem entgegensteht, muss jetzt gehen. Und ich gebe weiter an Maria. Ich gebe hinein in diese wunderschöne Energie, die wir hier aufgebaut haben, die kreiert ist, die uns umhüllt, die wir so stark fühlen, die wir hier selber geboren haben. Ich gebe hinein die Leichtigkeit dessen, dass all das, was für mich in Erscheinung treten soll, diese starke Verbundenheit, die ich fühle, mit mir und mit allem und von allem mit mir, dass das in Leichtigkeit geschieht, dass das in Freude geschieht, dass das so friedvoll ist, dass das den Frieden in mir zeigt, dass es die Ruhe gebührt, die mir gebührt. Das ist die Entspannung, die Sicherheit, die Gewissheit, dass die da ist für all das, was richtig ist, was die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist, ich bin mit allem verbunden und alles ist mit mir verbunden. Ich bin alles und ich bin die göttliche Perfektion. Ich bin die, die in Freude springt, die tanzt, die liebt, die genießt. Das ist mein Geburtsrecht. Das ist unser Geburtsrecht. Das ist das. Wohlfühlen, wohlhaben und wohlgeben auf allen Ebenen, in allen Zeitlinien, in allen Dimensionen, ja. Und alles, was dem entgegensteht, muss jetzt gehen. Und ich gebe weiter an Mürivet. Alles muss gehen, was da entgegenspricht. Ja, geh nochmal durch dieses Licht, was von oben, von dem du verbunden bist, und mit diesem Licht gebe ich noch Freude, nochmal Freude, Verbundenheit, Leichtigkeit, Frieden mit uns selbst. Dann ist auch Frieden außen. Und was da noch entgegensteht, muss alles weg. Ich drehe noch die auf, dass es noch mehr hineinfließt, dass alles durchspült, dass da wirklich nichts übrig bleibt, dass alles weg ist.
Ich gebe prima weiter. Hört über euch ein wunderbares goldenes Licht. Und ihr erlaubt das goldene Licht über euch, wo jetzt schon so viele wunderbare Dinge drin sind, auch beinhaltet, dass ihr zu jeder Zeit, an jedem Ort, mit jedem Menschen vollkommen frei seid. Das ist, was ihr jetzt erlaubt, dass ihr und alles um euch herum vollkommen gesund ist, weich ist. Ich übernehme kurz, weil die Rima gerade einen schlechten Empfang hat. Geht nochmal in diese Lichtquelle über euch und lasst dieses wunderbare Licht, diese Energie angefüllt mit der kompletten göttlichen Wahrheit über uns als Schöpfer. Lass es in deinen Kopf hinein. Es fließt durch dein Kronenchakra hinunter auf deine Schultern. Es breitet sich aus über deine Schultern. Spür, wie es fließt in deine Arme, in deine Hände. Spür diese Energie bis in deine Fingerspitzen. Du spürst, wie es deinen Rücken hinunterläuft, entlang deiner Wirbelsäule. Diese Energie geht in jeden Wirbel. Wirbel für Wirbel läuft sie hinab bis zu deinem Steißbein. Du spürst die Energie, wie sie läuft vorne, durch dein Brustbein, durch dein Herz, durch dein Solarplexus, dein zweites Energiezentrum, bis zu deinem ersten Energiezentrum. Diese Energie füllt deinen Schoßraum aus. Sie fließt weiter über deine Oberschenkel, deine Knie hinab, deine Unterschenkel hinab, deine Waden, Fußgelenke, Füße bis in die Zehenspitzen. Diese Energie erfüllt jede Zelle, jede kleinste Einheit deines Körpers, ist mit dieser göttlichen, perfekten Information versorgt. Und spür jetzt in deinen Körper hinein als Resonanzfeld der Energie. Und dort, wo es noch irgendwie hängt, blockiert, zwickt, gehst du mit deiner Vorstellung hin und schnippst diese Blockade einfach weg. Schnipp, diese Blockade ist weg. Spüre jede Blockade auf in deinem Körper und befehle mit einem Schnipp dieser Blockade zu gehen. Im göttlichen Feld ist alles pure Liebe und Perfektion. Höchste Energie und alles, was dem entgegensteht, geht. Denn es hat keine Berechtigung, keine Kreation außerhalb der Göttlichkeit. Alles, was der göttlichen Perfektion widerspricht, existiert in der göttlichen Realität nicht. Und ich gebe jetzt noch weiter an Soraya.
Du fühlst jetzt dieses tiefe Verbundenheitsgefühl, das jetzt gerade in unserem gemeinsamen Feld kreiert und manifestiert wurde. Du fühlst dieses Alleinssein von uns allen. Du fühlst auch diese Kraft in dir, diese Kraft in mir, diese Kraft in uns allen. Du erinnerst dich jetzt an deine wahre Macht, die du schon immer hattest. Du hattest sie nur vergessen. Du erinnerst dich jetzt und du weißt jetzt wieder absolut, wer du bist in Wahrheit. Du kennst wieder deine Kraft und deine Macht. Und du erfüllst dir jetzt einen Wunsch, der schon so lange in dir ist. Dieser Wunsch heißt Selbstbestimmung. Lass in dich tief hineinfließen aus diesem göttlichen Feld der unendlichen Möglichkeiten mit diesem golden-weißen Strahl die tiefe Gewissheit, dass du ein absolut selbstbestimmtes und freies Wesen bist. Du bist selbstbestimmt und frei. Und alles, was dem entgegenspricht, das geht jetzt weg, endgültig, weil du bist der Schöpfer, die Schöpferin deines Lebens. Erinnere dich, wir sind frei, wir waren es immer und wir nehmen alle jetzt dieses uns von Gott gegebene Recht wieder zurück. Wir sind freie Wesen und alles, was dem entgegenspricht, das muss jetzt gehen, endgültig. Wir sind und bleiben frei und selbstbestimmte Wesen jetzt. Danke, danke, danke. Ich gebe jetzt weiter an die Ute. Unser Wohlbefinden ist jetzt so stark und deutlich präsent. Und dieses Wohlbefinden verbindet uns mit unserer absoluten göttlichen Perfektion. Wir spüren diese göttliche Perfektion so wahr und so deutlich. Und wir sind in ihr. Und aus dieser Perfektion, aus dieser göttlichen Perfektion spüren wir unsere Stärke. Sie gibt uns diese Stabilität, diese Kraft. Und wir bewegen uns so selbstverständlich in dieser göttlichen Perfektion. Und jetzt haben wir so ganz und gar deutlich diese Perfektion, dieses göttliche Feld in unserem Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein ist jetzt Gewissheit. Und in dieser Gewissheit bewegen wir uns durch unseren Tag. Wir haben jetzt dieses Bewusstsein, dass wir diese göttliche Perfektion verkörpern, stark in uns präsent. Und wir gehen ab sofort mit dieser starken Präsenz durch unseren Alltag, durch unser Leben. Und alles, was dem entgegensteht, ist jetzt gelöst. Und wir verfügen ab sofort über diese absolute Gewissheit und lassen uns von dieser tragen und umhüllen und einschließen. Und bleiben ganz und gar bei uns damit.
Und ich gebe jetzt weiter an Susi. Und jetzt spüren wir endlich unter Gnade unsere Macht, unsere Existenz, unsere wahre Kreativität, unsere Lust zu leben, unsere Lust zu schaffen, unsere Lust frei zu sein in Liebe und in Gnade. Und so spüren wir noch einmal dieses wundervolle Licht, das über unserem Kopf ist, das um uns ist, das durch uns fließt. Es umgibt uns wie einen Mantel in verschiedenen wundervollen Farbschattierungen. Wir sind der Mittelpunkt. Ich bin der Mittelpunkt von allem. Das Licht strömt in mich. Das Licht strömt aus mir. Ich bin das Licht der Welt. Und so ist es. Und so ist es. Und so ist es. Und so gebe ich weiter an Patricia. So. Jetzt spüren wir das nochmal, diese Energie. Wir nehmen sie tief, tief auf. Und wir wissen, dass wir da angekommen sind, wo wir gestartet sind und was für uns gedacht ist. Sagt jeder für sich selber jetzt, ich bin hier. Ich bin hier. In meiner Kraft, in meiner Macht und meine Vorstellung von einem Leben einer Zukunft ist die einzig klare Wahrheit. Und alles, was mir begegnet und dieser Wahrheit, dieser Vorstellung entgegensteht, widerspricht, ist nicht war und muss gehen. Und so wünsche ich mir, dass wir alle zusammen all diesen Bullshit, der uns immer wieder angeboten wird, bereinigen mit klarer Macht und Kraft und Entschlossenheit. Ich muss nichts tun, was meiner göttlichen Wahrheit widerspricht. Ich weiß, was wahr ist, weil ich weiß, wer ich bin. Danke, danke, danke. Nun sei das gesprochen, sei das die Wahrheit und die Klarheit, in der wir leben, und wir kommen zurück. Und gleichzeitig bleiben wir doch dort, wo wir waren, immer angebunden und verbunden. Es ist niemals weg, unsere Klarheit und unsere Wahrheit. Jetzt dürft ihr langsam die Augen öffnen. Und ich schaue schnell da auf Facebook. Ja, ihr Lieben. Live-Chat. Wie geht's euch? Schreibt mal was rein. Ja, wie geht's denn euch hier im Zoom? Ja, das war super, super spontan. Aber wir haben nichts abgesprochen. Und das ist eben dieses Schöne, was man sich immer wieder bewusst machen darf. Alles ist hier. Wir müssen nur bereit sein,
hineinzutreten und es geschehen zu lassen durch uns hindurch. Und hier ist es wieder so ein schönes Beispiel. Ich bin einfach nur da. Die Ladies sind gekommen in den Zoom-Raum. Sie wussten nicht, was sie erwartet. Ich habe es heute Morgen kurz entschieden, dass es doch schön wäre. Und alle waren da. Niemand vorbereitet, weil es keine Vorbereitung braucht. Ich muss mich nicht vorbereiten auf die Dinge, die schon da sind, weil sie da sind. Ich muss mich nur connecten und sagen, alles klar. Es darf fließen, es darf sein, es ist richtig. Ich gehe in dieses große Vertrauen, das mir zusteht. Und eins müsste ich sagen, das war ein wunderbarer Event. Kann nicht besser geplant sein, kann nicht besser durchgeführt werden. Und ich möchte gern schnell der Rima noch das Wort geben, weil ich es ihr vorher entziehen musste. Ich glaube, wenn du so an deinem Handy bist, Rima, dann sollte es gehen. Darfst du bitte diese Session abschließen? Du musst noch kurz dein Mikro. Ja, also ich finde es gut, dass wir einfach das nicht vorbereitet haben, aber man merkt, wie du sagtest, dass das alles fließt und dass wir alles eins sind. Und das merkt man, jede einzelne Divine Healerin, alle Puzzleteile passten zusammen zu diesem wunderschönen ganzen Bild. Und dafür danke ich und alle, die jetzt auch dabei waren in Facebook, dafür danke ich. Genau diese Wahrheit dürfen wir weiter ausleben, dürfen wir weiter raustragen. Wir müssen nichts tun, genauso wie es heute Morgen war. Die Menschen werden da sein, uns zuhören. Das wird sich alles anpassen, genau in dieser Freiheit, die wir dann leben, weil wir nämlich dieses Göttliche sind. Ganz genau. Und das sind nicht alle Divine Healerinnen hier am Start, das sind die, die spontan viel Zeit haben. Und ich werde alle noch vorstellen, auf jeden Fall. Aber hier könnt ihr schon mal schauen, wenn ihr private Anfragen habt für ein Divine Healing. Die Ladies sind da. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Die Energie ist da. Wir sind himmelwärts unterwegs, gell, Renate? Und happy, happy day. Tschüss. Tschüss.